Hallo liebe Zuschauer. Eines Tages im letzten Frühjahr hat unsere Familie plötzlich ein neues Mitglied gefunden, ein graues, flauschiges Kätzchen. Wie ist das passiert? Ich habe mein Auto zur Reparatur geschickt und bin mit dem Bus zur Arbeit gefahren. Nach der Arbeit wollte ich nicht in einem stickigen Transport sitzen und beschloss, zu Fuß zu gehen. Der Sommerabend war wunderschön und ich beschloss, den Bahnübergang zu durchlaufen. Auf dem Weg stieß ich auf die Wahl, geradeaus gehen oder auf einen Fußweg abbiegen und über einen Fußgängerüberweg gehen. Trotz der Möglichkeit, den Weg zu verkürzen, ging ich den Weg entlang, als ob ich dorthin gezogen wäre. Als ich ein wenig vorbeiging, fand ich etwas Graues am Straßenrand. Als ich näher kam, fand ich ein Kätzchen, das von einem Auto angefahren wurde. Das Kätzchen hatte einen Hauch von Atem, aber es bewegte sich nicht. Ich beschloss, später zurückzukehren und es abzuholen, um zu helfen. Als ich nach Hause kam und meiner Familie von dem Vorfall erzählte, stimmten meine Frau und meine Tochter sofort zu helfen. Wir fuhren mit dem Auto und nahmen eine Kiste mit. Das Kätzchen atmete noch, aber es hatte ein Problem mit dem Unterkiefer. Wir brachten ihn zum Tierarzt und es stellte sich heraus, dass das Kätzchen einen schweren Beinbruch sowie einen Kieferbruch hatte. Aber erfahrene Ärzte konnten ihn retten und verschrieben die notwendigen Medikamente. Nach ein paar Tagen, als sich das Kätzchen besser fühlte, brachten wir es zur Operation. Der Kiefer und der Fuß waren schwer beschädigt, aber die Ärzte konnten sie behalten. Das Kätzchen hat viel durchgemacht, er musste 3 Monate lang eine Drahtkonstruktion im Mund tragen und eine spezielle Speiche wurde ihm auf den Fuß gelegt. Außerdem musste er eine Langette für 2 Monate tragen. Er erwies sich jedoch als echter Held und stand allen Tests standhaft stand. Als Ergebnis führte ein zufälliges Spazierengehen zur Rettung eines kleinen Lebens und eines neuen pelzigen Mitglieds unserer Familie. Das Kätzchen, das wir Grau genannt haben, hat viel durchgemacht, einschließlich einer komplizierten Operation und einer langen Erholungsphase. Er hat eine unglaubliche Stärke und Kraft des Geistes gezeigt, für die wir ihn noch mehr lieben. Jetzt ist Grau gesund, glücklich und liebevoll und wurde der beste Freund unserer Tochter. Unsere ganze Familie ist dankbar für diesen Unfall, der unser Leben verändert hat. Freunde, unterstütze meinen kleinen Kanal mit einem Gefällt mir und einem Abonnement. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in den nächsten Ausgaben auf dem Kanal über unsere Tiere, die sie lieben.